Hi Leute, willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter, beziehungsweise zum Let's Play von The Vanishing of Ethan Carter, der Redux-Version. Wir haben letztes Mal dieses seltsame Haus erkundet. Ich weigere mich weiterhin, mich diesem Wald auch nur zu nähern. Ich weiß nicht, kann man sagen, ich habe ein unbekanntes Trauma davon? Irgendwas war da, was mich ziemlich erschreckt hatte damals. Ich will mich aber auch eigentlich nicht diesem komischen. Der ist es schon wieder. Ah, was ist das für eine Musik drin? Ich möchte gerade so laufen, dass es nicht mehr da. Okay, es ist nur ein Pfosten. Es ist nur ein Pfosten. Da lebt nichts. Wären jetzt mal das hier. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Okay. Also das ist. Er ist sich dessen bewusst, dieser komischen Zeitreise, Teile, Sprünge, Visionen, Geister, wie es er gerade genannt hat. Finde ich auch interessant. Bedeutet aber auch, dass er das schon länger kann, dass das nicht an diesem Ort hängt. Also, dass unsere Hauptperson tatsächlich ein Detektiv ist, der mit Visionen arbeitet. Also, so doof das jetzt auch klingt, aber wir sind so eine Art Medium. Wir sind ziemlich weit gekommen, das ist die Brücke von vorhin. Wir sind jetzt den gesamten Weg aus oben gelaufen. Weiter in dieser. Ist das ein riesiger Baum oder was ist das hier? Als ein Stein mit Moos drüber. Jetzt hat er mich gerade verwirrt. Dachte so, oh mein Gott. Es eskaliert ja. Okay, komm her. Sound. Ich weiß, das war jetzt wie so eine Placebo-Aktion. I'm trying. Ich möchte mich immer noch nicht dem Wald nähern. Auch nicht, wenn man es mir zum dritten Mal vorschlägt. Ich will einfach irgendwas anderes mir angucken. Ich habe Angst davor. Das Schlimme ist halt, dass ich nicht mehr weiß, was es war, weil sonst hätte ich ja sagen können, okay, das war einfach so ein Schockmoment kurz, aber. Na komm schon, Erzähler, fang an. Ich bin doch schon wieder in einem Häusle. Das ist seltsam. Okay, gehen wir mal hin. Also nein. Also, wenn das da keine gruseligen Gesichter sind. Diese Dinger da. Aus der Entfernung. Schaut euch das mal an. Da gibt es eine Mine, aber die ist. Die wirkt etwas gut verschlossen, muss ich ja zugeben. Und ich habe auch keine Handgranate mehr, um sie aufzumachen. Okay. Müssen wir doch in Richtung des Waldes, was da drüben war. Was ist das hier? Oh! Ah, haha. Ah, das ist auch wieder so eine ganz dumme Idee.
Okay. Das sieht schön aus, das ist es nicht, aber... Ich sehe doch da was leuchten. Okay. Wenn jetzt auf uns was zugekommen wäre, wären wir tot gewesen, weil wir jetzt sozusagen von unserem Ausgang weggerannt sind in eine Sackgasse. Ab hier können wir jetzt sozusagen wieder versuchen zu rennen. Auch wenn ich tatsächlich nicht glaube, dass uns plötzlich irgendwas verfolgen wird. Okay, wir haben hier das Licht auf der einen Seite. Ich folge mal diesen Lampen tatsächlich. Ja, Sackgasse. So viel dazu. Das ist tatsächlich sehr unheimlich hier. Das mag ich irgendwie, aber irgendwie auch wieder nicht. Okay. Da geht's einfach nur runter. Da geht's weiter und hier ist ein... Nach unten. Bin ich des Wahnsinns? Die Sackgasse sagt ja. Wir schicken erstmal das Ding nach oben ohne uns drinnen. Und dann können wir schön schauen, ob da jetzt gleich lauthalses Geschrei kommt oder so. Lauthalses Geschrei ist auch eine schöne Folge. Na, ich will da runter gucken. Na gut. Ah. So weit läuft es. Kennt ihr das, wenn ihr da so mit dem Kopf hingeht? Da wäre Oculus Rift Support natürlich sehr schön. Aber ich verzichte dankend drauf, in meinem Horrorspiel Oculus Rift zu haben gerade. Na, komm wieder her. Das war gerade unnötig. Weißt du was? Ich kriege jetzt einen Schreikrampf, wenn jetzt was im Aufzug ist. Ich sag's euch. Welche Taste war rennen? Die Taste war rennen. Gut. Ja doch, da muss ich lang, wenn irgendwas kommt. Na, na, na? Ach komm schon auf, du, wo bist du? Alter, wie das dauert. Na dann. Der ist leer, oder? Der ist leer. Ja, der ist leer. Lass mich rein. Ich möchte jetzt auch sterben. Na. Also blub blub im Sinn von, jetzt werden wir hier in einen Unterwassersee getaucht. Das war nämlich so mein Gedankengang, so im Sinn von, ja, jetzt ist ja unten die Höhle mit Grundwasser vollgelaufen und wir werden da fröhlich reingetunkt. Ich schaue gerade mal, irgendwas sieht hier irgendwo. Aber... ziemlich wenig bisher. Ja, es geht sogar noch weiter runter. Zu dunkel. Sackgasse. Okay, wir laufen ja schon geradeaus. Ah, es geht noch weiter. Sind das Steinstufen? Ich glaube nicht, dass man sich in einer Mine die Mühe gemacht hat, Steinstufen aufzustellen. Okay, jetzt geht's hier wieder weiter. Ich glaube, ich schaue mir trotzdem nochmal schnell die beiden anderen Abzweigungen an. Ob hier irgendwas ist. Ich will ja auch nichts auslassen, das ist mein Problem gerade. Hm. Ich glaube, es geht tatsächlich weiter hier hinab. Hier sind wieder Steinstufen. Sehr seltsam. Ich muss mal kurz überlegen. Also meine Überlegung gerade ist, ich muss mich kurz Socken anziehen, weil meine Füße kalt sind. B, und der eigentliche Punkt, wo ich stehen geblieben bin, war auch die Frage,
normalerweise baut man keine Steinfliesen ein. Vor allem flackert das Licht da vorne. Ich möchte gerade davor drücken, da näher hinzugehen. Das ist doch nicht normal. Hier war irgendwas gebaut. Irgendwas Großes wahrscheinlich. Oh Gott, hier ist wieder Zeug los. Da fehlt doch ein, oder? Ja. Ach, da. Perfekt. Ah, verdammt, ich hab dich gehalten. Okay, nochmal. Na dann, sieh in die Geisterwelt und, irgendetwas Unförmiges in der Dunkelheit. Es lehnt an der Wand. Okay. Ah, deswegen. Ich habe mich doch richtig erinnert. Es gibt einen Aufzug, der irgendwann von oben in Wasser reinfährt. Jetzt hat. Daher war dann meine Angstvision sozusagen. Wo war der Ausgang? Da, da komme ich da kam. So. Nein, hier komme ich. Sehe ich das richtig? Das Schloss von. Ah, da hat jemand mit der Spitzhacke den Riegel geprügelt. Also wäre jetzt meine Erklärung für, weil da diese Delle drin ist, ist ja eine. Seltsam. Ja gut. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Einbuchtung ohne jeden Nutzen. Sicher? Na gut, dann schauen wir mal hier weiter. Käse so weichen irgendwie? Glaube ich. Hätte ich jetzt getippt. Ich bin mir nicht sicher. Hier fahren. Perfekt. Na dann. Holen wir uns die Steine. Ah, ich habe eine Idee. Ich kann hier wahrscheinlich wenden, wenn ich diesen Kreis fahre. Yay! Ich habe Angst. Nein! Stehen. Ich möchte aussteigen. Ich möchte nicht plötzlich in der Dunkelheit sitzen, deswegen. Warum? Springt mir überall nichts draus ab. Geh weg, geh weg, geh weg, ich bin wieder in meine Plattform untersetzt. Wir fahren jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Du bleibst einmal als
Zeit wieder. Die werden wir uns gleich mal anschauen. Hast du sowas? In jeder Ecke jetzt. Sehe ich Geister. Das hier ist, glaube ich, erstmal das Ende. Ja. Da werden wir jetzt nicht versuchen, uns durchzurammen. Das sollte man einfach so schaffen. Okay. Was zur Hölle ist denn hier los? Also wir schauen uns erstmal den anderen der beiden Gänge an. Irgendwie ist es eine dumme Idee, ohne die Lore unterwegs zu sein, habe ich das Gefühl. Ja, wir sind auch nicht viel langsamer, wenn wir hier rennen. Okay, und jetzt müsste gleich der beleuchtete Gang hier seitlich kommen. Bitte? Hallo, Gang? Ah, hier sieht man das Gegenlicht schon. Ich bin jetzt ziemlich genervt, wenn das jetzt nur so ein 2 cm Ding ist. Ah, gut. Es geht tatsächlich eine Zeit lang rein. Und was sagt denn die Zeit? Gut, die Zeit sagt, wir dürfen noch ein bisschen diese Folge. Sehr schön. Täusche ich mich oder laufen wir gerade ewig im Kreis? Weiter nach unten und weiter nach unten und weiter nach unten. Also. Ah doch, jetzt sind wir da. If this warning stands, walk no further. If this warning stands, our ritual failed. If this warning stands, the seizing gate remains sealed. Siehst du diese Warnung, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung, ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung, bleibt das Seemonster-Tor verschlossen. Ich höre Seemonster nicht weiterlaufen. Okay. Okay, wir sollten uns diese Karte tatsächlich mal kurz einprägen, habe ich das Gefühl. Also, wir haben einen langen Gang, aus dem wir kommen. Dann haben wir da den großen Raum. Habe ich hier denn irgendeinen Zettel, um mir das aufzuschreiben? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich habe auch keinen dabei. Haben wir irgendwas? Das Beste, worauf man noch schreiben könnte, wäre ein Taschentuch. Muss wohl reichen. Ah, und hier ist auch ein Buntstift. Sehr schön. Dann malen wir uns das hier mal ganz kurz. Ich entschuldige mich. So. Also, für euch passiert halt gerade nichts. Für mich sitze ich halt gerade da und versuche mir zumindest grob eine Notiz zu machen, damit ich weiß, wo was wo ist. Weil ich bei sowas habe ich immer das Gefühl, sie würden dir keine Karte geben, wenn die Karte nicht irgendwie wichtig wird. Geht's hier hoch, dann geht's da hoch, dann geht's da hoch. Hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. Bitte einen Moment noch Geduld haben. So. Vielleicht gibt's jetzt dann so ein Rätsel wieder mit den Räumen, dass man das rausfinden muss. Okay. Fast fertig. Ich muss hier noch dieses komische Tetris-Förmchen einzeichnen. Okay, gut. Gut, wir haben eine ziemlich ungenaue Karte, aber wir haben eine ungenaue Karte. Das ist ja schon mal etwas. Bewegt sich was? Da bewegt sich jetzt nicht wirklich was. Mein Gott. Ich habe ja so gar keine Lust hier drauf. Also wirklich gar keine.
sich nichts. Ja, soweit war ich. Ich möchte schauen, was in diesem großen rechteckigen Raum ist. Ja, ich entschuldige mich, wenn ich gerade recht leise bin. Ah. Nein, wir schauen uns das erst an, wenn wir da oben auf die... Oh mein Gott, was ist das denn? Okay. Ah. Einmal so. Einmal so. Dazwischen wäre vielleicht noch Platz für drei oder vier weitere Zeichen. Mach mal vier oder drei Striche. He is not... Es ist nicht... Oh Gott, das ist ja der Cthulhu-Spruch. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während der Wächter Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unser Gott, den einzig wahren. Er, der nichts sollte sein, trägt einen Namen. Also der erste Spruch, die erste Zeile. It is not death which does eternal lie. And with strange aeons, even death may die. Wir sehen uns.